In der Europäischen Union beschäftigt man sich seit mittlerweile einiger Zeit mit dem sogenannten Brexit. Das steht für British Exit und so bezeichnet man den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Und das sollte jeder mitbekommen haben, ist nämlich gar nicht mehr so lange angesetzt, ist das Ganze nämlich bereits für Ende März. Allerdings ist man sich hier in vielerlei Hinsicht noch nicht so wirklich einig. Gleichzeitig kippt die Stimmung in der Bevölkerung immer weiter und da muss also in naher Zukunft noch eine ganze Menge passieren, beziehungsweise da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Ob es dann jetzt zu einem vernünftigen Deal kommen wird oder eben nicht, also zu einem sogenannten harten Brexit kommen wird, ob es vielleicht noch eine Verlängerung der Verhandlungsfrist geben wird oder vielleicht sogar einen Rücktritt vom Rücktritt, das wissen wir alles gerade noch nicht. Aber den Unternehmen, die von diesem Brexit betroffen sind, denen bleibt gerade nichts anderes übrig, als sich auf das schlimmste Szenario, das schlimmste in Anführungszeichen, auf den sogenannten harten Brexit vorzubereiten. Dabei geht es jetzt natürlich hauptsächlich um die international operierenden Unternehmen, um die Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Union tätig sind und dazu gehören nun mal auch Fluggesellschaften und wie die sich auf den Brexit vorbereiten, was die zu tun haben, womit die sich aktuell beschäftigen und was der Brexit überhaupt für die europäische Luftfahrt und für die Fluggesellschaften hierzulande bedeutet, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreiches, also mit dem Austritt von Großbritannien und Nordirland, wird aus einem EU-Mitgliedstaat ein sogenannter Drittstaat. Und da hängt natürlich eine ganze Menge dran. Auch vieles, was uns jetzt natürlich überhaupt nicht interessiert, aber wenn man nur mal über das Thema europäische Luftfahrt oder um das Thema innereuropäisches Reisen nachdenkt, dann kommt da auch schon einiges zusammen. Wie sieht es denn dann beispielsweise aus mit Einreisebestimmungen oder Einreisebedingungen oder mit Zoll- und Visagebühren oder mit Fluggastrechten oder sowas ganz Banalem wie Roaminggebühren? Das verändert sich ja alles und das ist dann auch für jeden einzelnen Passagier spürbar, für jeden einzelnen, der von diesem Drittstaat aus in ein EU-Land einreisen möchte oder dahin fliegen möchte oder von jedem, der andersrum aus einem EU-Land in diesen Drittstaat reisen möchte. Ein in Brüssel Ende 2018 verhandeltes Austrittsabkommen, das sich unter anderem selbstverständlich genau mit diesen Dingen da beschäftigt hätte, das hat man im britischen Parlament Mitte Januar abgelehnt. Das wurde am 19. Januar, war das glaube ich, von der Premierministerin Theresa May dort vorgelegt und das fanden die Leute dort allerdings nicht ganz so toll. Findet man jetzt keine Einigung mehr, dann kommt es zu einem sogenannten harten Brexit. Habt ihr bestimmt schon mal überall in den Medien gehört. Bei diesem sogenannten harten Brexit entfällt dann eine zweijährige Übergangsphase, bei der sich im Alltag, also auch für das Fliegen zwischen Großbritannien und irgendwelchen EU-Ländern, da hätte sich erstmal gar nicht wirklich was geändert. Man hätte genug Zeit gehabt, um gewisse Dinge nochmal zu überdenken, um gewisse Dinge ganz genau zu regeln, dann für das Jahr 2021. Bei einem weichen Brexit, also bei einem Brexit mit entsprechendem vernünftigen Austrittsabkommen, auf das sich dann alle geeinigt haben, da würde es diese Übergangsphase geben. Bei einem harten Brexit fällt das also weg. Es gibt dann keinen Übergang. Es ändert sich alles von einem Tag auf den nächsten. Das ist für Unternehmen durchaus ein bisschen schwieriger zu regeln, aber Unternehmen sind jetzt natürlich dazu angehalten und dazu gehören nun mal auch die Fluggesellschaften, sich auf genau dieses Szenario, auf das sogenannte No-Deal-Szenario vorzubereiten. Für viele Fluggesellschaften, die die entsprechenden Flugzeuge in der Flotte haben, die die entsprechenden Strecken anbieten und so weiter, besteht jetzt die Problematik, dass sie für alles eine teure, aber essentiell wichtige Genehmigung brauchen. Und diese Genehmigung steht nun mal auf einer europäischen Grundlage. Kommt es jetzt zu einem sogenannten harten Brexit, so wie eben erklärt, ohne dass man vorher entsprechende Regelungen getroffen hat, dazu kommen wir aber gleich nochmal, denn das ist nicht der Fall, dann würde diese Grundlage wegfallen und damit würden auch alle Genehmigungen wegfallen. Mit anderen Worten, es würde zu Flugausfällen kommen, weil viele Flugzeuge einfach nicht mehr fliegen dürfen. Und das von einem Tag auf den nächsten. Und um genau das jetzt zu verhindern, kommt man also in der europäischen Luftfahrt, ganz egal, ob es einen harten oder einen weichen Brexit oder gar keinen oder wie auch immer gibt, man kommt um eine vernünftige Übergangslösung gar nicht drum herum. An dieser Stelle sind aber die Verhandlungen auch nicht so wirklich schwer, denn es gibt ja hier nicht wirklich Brexit-Gegner auf der einen Seite und Brexit-Befürworter auf der anderen Seite, sondern hier liegt es im allgemeinen gemeinsamen Interesse, dass eben nicht die halbe europäische Luftfahrt Ende März von einem Tag auf den nächsten lahmgelegt ist, sondern man möchte hier ja eine Lösung finden, damit das alles vernünftig weiterlaufen kann. Aber um was für Genehmigungen geht es da überhaupt? Man muss da wirklich nur mal kurz reinschauen, um zu verstehen, wie essentiell wichtig eine entsprechende vernünftige Übergangslösung für die Fluggesellschaften ist. Am schlimmsten sind da natürlich die britischen Fluggesellschaften betroffen, denn jetzt nur mal angenommen, es würde zu einem sogenannten harten Brexit kommen, ohne eine entsprechende Luftfahrtübergangslösung. Wie gesagt, das ist nicht so, aber mal angenommen, es wäre so, dann würden alle Genehmigungen, die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, kurz EASA, alle Genehmigungen, die da an britische Unternehmen rausgegeben wurden, die würden von einem Tag auf den nächsten in der Europäischen Union ihre Gültigkeit verlieren.
Interessanterweise ist es aber ganz genauso mit den Genehmigungen, die für britische Unternehmen von der Civil Aviation Authority, also von der Luftfahrtbehörde in Großbritannien, ausgegeben wurden. Die verlieren dann ebenfalls von einem Tag auf den nächsten in der Europäischen Union ihre Gültigkeit. Da es lizenztechnisch einen großen Unterschied macht, ob man diese Genehmigung jetzt an eine Fluggesellschaft aus einem EU-Mitgliedstaat oder an eine Fluggesellschaft aus einem Drittstaat ausgibt. Und genau das betrifft dann zum Beispiel auch ein sogenanntes Lufttauglichkeitszeugnis eines Flugzeuges oder eines Fluggerätes generell. Also die Betriebslizenz, die ist dann quasi weg, die ist in der Europäischen Union dann nicht mehr gültig. Das heißt, die Maschinen dürfen hier nicht mehr fliegen, obwohl sie ja durchaus in der Lage wären, das zu tun. Dazu kommt, dass eine Fluggesellschaft aus Großbritannien dann ja auch hier wieder von einem Tag auf den nächsten bei einem sogenannten harten Brexit nicht mehr als Fluggesellschaft aus einem EU-Mitgliedstaat in einen EU-Mitgliedstaat einfliegt, sondern als Fluggesellschaft aus einem sogenannten Drittstaat. Und damit muss eine Fluggesellschaft aus Großbritannien auch von einem Tag auf den nächsten andere Regeln befolgen oder andere Bedingungen erfüllen, nämlich die Bedingungen, die alle Nicht-EU-Airlines erfüllen müssen, wenn sie in die EU fliegen wollen. Und das sind nun mal andere Regeln, als sie sonst für die britischen Airlines galten. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Fluggesellschaften hier selbstverständlich nicht oder generell alle Unternehmen nicht wirklich ins kalte Wasser geschmissen werden. Man weiß ja, worauf man sich ja einlässt bzw. einlassen muss. Es ist, glaube ich, klar geworden, dass man für die europäische Luftfahrt durchaus eine gewisse Übergangsphase benötigt, zumindest wenn man das für Passagiere und auch für die Fluggesellschaften einigermaßen angenehm über die Bühne bringen möchte. Aber jede betroffene Fluggesellschaft bzw. jedes betroffene Unternehmen weiß natürlich ganz genau, was die in Anführungszeichen schlimmste Situation sein könnte. Und das ist der eben angesprochene harte Brexit, ein No-Deal-Szenario. Und wenn man sich da entsprechend darauf vorbereitet, dann kann einem das ja auch nicht mehr wirklich was anhaben, beziehungsweise man wird davon nicht überrascht. Und genau deswegen können wir auch mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass im Hintergrund bei allen Fluggesellschaften, die vom Brexit betroffen sind, egal ob es ein harter oder weicher Brexit wird oder ob es überhaupt einen gibt oder wie auch immer, dass die Fluggesellschaften sich im Hintergrund bereits auf das in Anführungszeichen Schlimmste drauf vorbereitet haben. Die haben sich auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet bzw. hängen noch mitten in den Vorbereitungen drin. Und das können wir von außen auch recht schnell nachvollziehen. Denn das Wichtigste haben wir wahrscheinlich noch gar nicht wirklich genannt. Und zwar müssen laut EU-Vorschrift die Eigentumsrechte einer Fluggesellschaft, die innerhalb der Europäischen Union operiert, möchte, zumindest 51%, also der Mehrheitsanteil, in einem EU-Land liegen. Ganz wichtig, um das zu verstehen, ist dabei das Wort innerhalb. Es geht hier um innereuropäische Flugverbindungen, um Flugverbindungen, die innerhalb der Europäischen Union stattfinden. Zum Beispiel ein Flug von London nach Hamburg mit British Airways beispielsweise. Das war jetzt die ganze Zeit ein Flug innerhalb der Europäischen Union. Ist es dann nach dem Brexit allerdings nicht mehr. Dieser bestimmte Flug als Beispiel fällt jetzt also nicht unter die eben genannte Problematik. Er findet ja eben nicht innerhalb der Europäischen Union statt. Natürlich gelten immer noch die Probleme, die wir vor 2-3 Minuten angesprochen haben. Aber das mit den Eigentumsrechten hier innerhalb einem EU-Land, das kommt hier nicht zum Tragen. Aber schaut man sich zum Beispiel mal eine Vueling an oder Iberia. Fluggesellschaften, die zur International Airlines Group aus Großbritannien gehören, aber in Spanien den Inlandsverkehr dominieren. Oder hierzulande beispielsweise eine EasyJet, die ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, innerdeutsche Flüge anzubieten und damit natürlich auch Flüge innerhalb der EU anzubieten. Da wird das mit diesen Eigentumsrechten, die dann bei diesen Fluggesellschaften offensichtlich ja nicht mehr in der Europäischen Union liegen, da wird es dann von einem Tag auf den nächsten zu einem riesengroßen Problem. Diese Flüge dürfen dann tatsächlich einfach nicht mehr stattfinden. Und das ist auch schon die Erklärung für die erst 2017 gegründete EasyJet Europe, eine österreichische Fluggesellschaft, also eine Fluggesellschaft, deren Eigentumsrechte in Österreich und damit in einem EU-Land liegen. Dazu mal eine spannende Frage, welche Fluggesellschaft ist jetzt eigentlich die größte Airline in Österreich? Ihr könnt es euch jetzt natürlich schon denken, aber es ist natürlich nicht mal annähernd Austrian Airlines, sondern EasyJet Europe mit über 130 Flugzeugen in der Flotte. Und die Airline wurde gerade mal 2017 gegründet. Und sie ist nur aufgrund der Tatsache entstanden, dass nach dem Brexit für eine Fluggesellschaft mit diesem Streckennetz die Eigentumsrechte in einem EU-Land liegen sollen bzw. müssen. Vielleicht habt ihr im Hinblick darauf schon mal etwas von den Freiheiten in der Luft gehört. Darüber spricht man beispielsweise in einer Pilotenausbildung und davon gibt es, zumindest jetzt hier für unseren Fall interessant, 9 Freiheiten. Die fangen ganz banal damit an, dass ein Luftfahrzeug vom Heimatstaat ausgehend das Land eines Vertragspartners überfliegen darf, ohne dort zu landen. Und geht dann weiter mit der zweiten Freiheit, die eine technische Zwischenlandung in einem Fremdstaat gestattet und so weiter. Die Freiheiten Nummer 1 bis 4 können die britischen Fluggesellschaften auch ohne ein jetzt noch neu geregeltes Austrittsabkommen erst einmal behalten, bis spätestens 2020, also auch wenn es zu einem harten Brexit kommt, können die Fluggesellschaften weiter die Freiheiten 1 bis 4 nutzen. Damit sind schon mal Flüge
aus Großbritannien heraus in EU-Staaten und andersherum möglich. Das funktioniert dann. Allerdings innereuropäische Flüge, die fallen dann unter die Freiheit 7. Dabei geht es um Flüge zwischen zwei Fremdstaaten, ohne in der Heimat vorbeizukommen, und um die Freiheit 9. Da geht es dann um Flüge innerhalb eines Fremdstaates. Das hat selbstverständlich dann auch nichts mehr mit der Heimat zu tun. Diese Flüge können dann nicht mehr stattfinden. Und das sind beispielsweise innerdeutsche Flüge von EasyJet. Also nochmal ein Grund, warum man hier schnell mal eine österreichische Tochter hochzieht. Seit gestern hat man sich jetzt auf eine weitere Übergangslösung geeinigt. Und zwar hat man beschlossen, dass Genehmigungen und Zertifikate für Flugzeuge britischer Fluggesellschaften, die jetzt wie anfangs erwähnt in der Europäischen Union dann nicht mehr gültig wären nach einem harten Brexit, dass diese dann erst einmal 9 Monate weiter gültig sind. Damit haben die Fluggesellschaften genug Zeit, um entsprechende Zertifikate und Genehmigungen neu einzuholen, dann als Drittstaat. Was kein großes Problem sein sollte, denn die Flugzeuge sind dann ja auch nach einem harten Brexit immer noch funktionstüchtig. Also die gehen ja nicht mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union kaputt, sondern die sind dann immer noch in einem technisch einwandfreien Zustand und die sind auch durchaus sicher genug, um aus Großbritannien hierher zu fliegen oder wieder zurück. Und deswegen bekommen die auch dann schnell ihre Zertifikate und Genehmigungen. Gleichzeitig bekommen alle Betroffenen in der Luftfahrt bis Oktober Zeit, um diese eben ausführlich angesprochenen Eigentumsgeschichten zu regeln. Wie gesagt, EasyJet ist da beispielsweise schon sehr weit, da kann man das schön erkennen, was die da in den letzten Jahren geregelt haben, damit das auch nach einem harten Brexit noch funktioniert. Aber auch Reisekonzerne wie zum Beispiel Thomas Cook oder TUI oder auch die International Airlines Group, die müssen sich auch um ihre Fluggesellschaften kümmern und da entsprechende Lösungen finden. Aber wie gesagt, die wissen das ja auch alle schon ein bisschen länger und haben sich darum gekümmert. Und das ist jetzt tatsächlich der aktuelle Stand. Man muss sich da also keine Sorgen machen, dass die europäische Luftfahrt von einem Tag auf den nächsten Ende März einfach lahmgelegt wird. Das wird nicht passieren. Man kann durchaus weiter Flüge bei entsprechenden Fluggesellschaften buchen. Das funktioniert alles. Die Flugzeuge werden fliegen. Man bereitet sich auf das in Anführungszeichen Schlimmste, auf den sogenannten harten Brexit vor. Fliegen wird man weiterhin. Es wird zu einem nahezu reibungslosen Übergang kommen. Aber ganz ohne Veränderung geht es nun mal nicht. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Vielleicht konnte ich ja auch die ein oder andere Frage beantworten oder das ein oder andere Fragezeichen beseitigen. Wenn ihr dazu Fragen, Anmerkungen oder weitere Punkte habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch wie immer über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schönen Samstag euch noch und tschüss.